Liebe Freunde, und wie ihr seht, im Moment in Arbeit der Nissan 370Z. Ja, und wir später erinnern, haben da noch eine gewisse Rechnung auf mit einem Her und zu Magus King. Ja, glaube ich, habe den Ton ausgestellt, ne? Bisschen Ton, Pommer, ja. Nicht so laut. So, komm mal ein bisschen. Letztes Kapitel, ganz wichtig. Und dann sind wir mit der Story durch. Sehr durch sogar. Besiege die Uhr. Natürlich werden wir die Uhr besiegen. Aber kann es sein, dass es am Ende nur noch Polizei gibt? Ja. Komm. Oh. Oh, komm rum, komm rum. Nein, kommt nicht. Wie gesagt, es ist sehr schwer, die Wagen rumzukriegen. So. 190 hätten wir. Ruf. Brauche eigentlich gar nicht mehr zu erscheinen, denn wir haben ja eigentlich komplett durch. Von daher, Schwachsinn. Ja, boah, ihr habt es reicht nun mal alle. Ja, aber mach die doch mal weg. Wie gesagt, das ist, kommt davon, wenn die Karren zu viel Bock haben. Oh, ich glaube, das wird man nicht packen. Alter, was, wie willst du denn das machen hier mit dem ganzen Verkehr? Was war denn das für eine Spur? Wie gesagt, das Biest hat so viel Power. Und dann auch noch auf der bekloppten Strecke. Na toll, das kann ja was werden. Ja. Müssen wir schon mal driften. Ah, er hebt ab. Was will ich machen? Verdammt. Es gibt doch mal Gas. Ja, jetzt muss ich Nitro nehmen. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Verdammt nochmal. Sag mal, das ist nicht verarschen Spiel. Ja. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ja, die anderen Karren sind alle zu langsam. Alter, das gibt's nicht, ey. Wenn ich schon Autos, dann muss ich auch die Strecken auch ein bisschen vernünftiger machen. Oder ich muss mal, ja, am besten keine treffen, wenn man es ja mal abbrechen könnte. Alles gibt's doch nicht. Alter, macht euch dumm. Alter, leg mich doch am. Oh. Sorry, ich muss mal kurz beenden. Ich mache die Folge mal. So. Das eine Rennen haben wir bestanden. Da muss ich leider mal beenden, weil da musste ich es näher anhalten. Weil das Problem ist halt, auch die kleinen Autos sieht man auch so schlecht.
Und ich habe meine Viper mal ein bisschen gepimpt. Genau. Wenn du irgendwas davon persönlich genommen hast, bist du nicht fürs Geschäft gemacht. Aha. Macht euch doch nur mal weg, ihr Lambos. Euch braucht kein Mensch. Weg da jetzt. Ja, bremst doch meine Viper noch weiter runter. Ist schon klar, Spiel. Jetzt komm noch mal rum. Verdammte Scheiße noch mal. Ich werd bald der Akro, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man die schwarzen Teile hat, wird die Viper total in der Kurve gebremst. Aber richtig. Kim hat ihr Geschäft im Verborgenen aufgebaut. Und jetzt, wo alles ans Licht kommt, hat sie Probleme. Sie ist diejenige, die nicht mit Konkurrenz umgehen kann. Nicht ich. Aha. Also ich habe eben wirklich eben das Gefühl, dass die Viper ordentlich runtergeplant hat. Also dass der Wagen, vor allem wenn man mal bedenkt, mit dem Wagen. Toller Wagen. Ja. Wirklich toll. Markus hat seine Geschäfte mit mir eingestellt, weil die Kunden dachten, du wärst auf seiner Seite. Du bist verdammt gefragt. Tut mir leid, dass ich nicht an dir gezeigt habe, wie wichtig du mir bist. Ich freue mich, dir sagen zu können, dass ich Arbeit für dich habe. Einen, ach du Gott, nee, was ist denn das für eine Wibbelfieh? Was? Das soll schwer sein. Das ist, glaube ich, ein bisschen Ruhe. Falsche Farbe genommen, oder? Gut gemacht. Danke nochmal. Ich weiß, wo ich ohne dich nicht wäre. Oh, das letzte Kapitel geht mir aber wirklich auf den Deckel. Ach man, Merkel spläht. Jo. So. Meine Viper immer noch auf. Warum ist denn meine Viper wieder runtergestuft worden? Bin nur ein Rennen damit gefahren.
So. Ah, mach dich weg, Digga. Zwei Rennen können wir noch fahren. Ah, die ist schon mal abgestuft worden. Was ist denn das für ein jedes Mal? Hätte ja nur noch ein Rennen. Sonst waren es, glaube ich, mal mehr. Naja. Immer diese Verkehrsautos, die regen mich auf hier. Da ist auch nur mehr als Kanonenfutter. Oh, nee, Alter. Ich hätte mehr driften müssen am Anfang. Nicht an die Wände kommen. Ein bisschen nichts dran. Ja, fast auch noch 300 hier, also noch seine. Das hat auch ein bisschen geklappt, Robert. Ja, danke. Aber noch geschafft. Oh, Junge, das Kapitel regt mich ein bisschen auf. So, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5. Noch 5 Rennen, aber wir können ja immer mit weitermachen. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Hast du wirklich gedacht, du und Kim hättet auch nur den Schon einen Hauch einer Chance? Ja, es ist angeblich deine Stadt. Das habe ich schon von so vielen gehört. Razor, Darius und bla bla bla. Ja, da. Ja, das merkt man. Was willst du eigentlich beweisen? Mich in ein Rennen zu besiegen, wird King Industries nicht davon abhalten.
die Szene zu dominieren. Ich werde Kims Geschäft nicht retten. Du tust das hier umsonst. Ja. Rutsch mir ein Brüller. Was war das? Ach, wir können es auch ohne Tuning machen. Nur halt bei Jäger sollte man das nicht machen. Na komm. Erstmal weg. Das ist hier nämlich die Wiese. Nix da. Sümmchen. So, das nächste Rennen wäre wieder. Oh! Gelb! Jetzt wird's aber tricky. Offen mit Verkehr. Oh, und dann auch noch die Rennstrecke. Weg da. Das Problem ist, ich kann nicht driften. Das endet nämlich. Oh, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wie gesagt, manche Rennen muss ich wirklich offline machen. Ich bin kurz weg.